Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder aus dem Wald. Ich bin total glücklich, dass das Wetter heute trocken ist und dass ab und zu auch die Sonne rauskommt und scheint und dass ich mit euch hier gemeinsam das Feld der Freude nähren kann. Denn das ist für mich ein ganz großes Anliegen, denn ihr wisst genau, wie es funktioniert, was wir ausstrahlen, kommt zu uns zurück. Und wenn wir in die Freude gehen wollen, wenn wir in Glück gehen wollen, in Harmonie, in Wohlbefinden, in all diese wunderschönen Schwingungen, dann ja, müssen die ja irgendwo herkommen, oder? Und am besten ist es, die kommen aus uns selbst. Und das Schöne ist, wenn wir das für uns selber tun, dann tun wir das natürlich auch für die anderen Menschen um uns herum. Wir nähren das Feld mit den Schwingungen, die wir auch gerne haben möchten. Und ich lade euch daher ein, heute mit mir wie so ein kleines Mini-Ritual zu machen. Ich möchte mit euch zusammen in eine kleine stille Atmung gehen und danach auch ein Lied singen. Denn ich denke, wir können mit dem, was uns Spaß macht, einfach so viel Freude kreieren. Ja, und wenn ihr nicht gerne singt, ist kein Problem, macht es trotzdem. Weil es ist das Beste. Habt ihr schon mal gleichzeitig gesungen, richtig so aus voller Kehle? Erinnert euch mal als Kind. Und gleichzeitig geweint? Das ging doch gar nicht, oder? Gut, also ich sehe schon, ihr seid einverstanden, das freut mich total. Ihr könnt jetzt, wenn wir dann fertig sind mit diesem Ritual, Mini-Ritual, wenn ihr das Video ausgeschaltet habt, könnt ihr ja mal überlegen für euch, vielleicht mit einem Stift und Papier, was euch eigentlich eine riesengroße Freude macht und was ihr schon lange nicht mehr gemacht habt, was ihr vielleicht nicht machen konntet, weil ihr von morgens bis abends im Büro wart oder sonst wo auf eurem Arbeitsplatz, auf der Baustelle, im Laden, was auch immer ihr arbeitet. Und ihr habt einfach nicht die Zeit dafür gehabt. Ja? Und jetzt, Leute, dieses Geschenk der Zeit, das können wir so gut nutzen. Wir können echt in die Innenschau gehen und überlegen, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was will ich noch erreichen? Ist das okay, so wie ich hier lebe? Geht das so lala? Ne? Ist das verbesserungswürdig? Oder ist es was ganz anderes, was eigentlich in mir glüht? Ja? Und das ist so ein großes, großes Geschenk. Jetzt gerade, wo viele von euch zu Hause sind, wo viele von euch Homeoffice machen, wo viele von euch einfach auch selbst dieses Homeoffice, selbst wenn ihr arbeitet, das ist auch nochmal was komplett anderes, als wenn ihr in so einem Großraumbüro seid oder mit Menschen, die ihre eigenen Sorgen jeden Tag mitbringen und euch in der Frühstückspause damit ne, zutexten. Ihr kennt das vielleicht. Ne? Fragst einfach harmlos, wie geht's dir? Und dann kommt so ein Schwall. Dann denkst du schon, oh Gott, wolltest du eigentlich gar nicht hören. Ja? Gut, ist natürlich, ich habe nichts dagegen, auch mal, dass man sein Herz ausschüttet, ganz im Gegenteil. Aber es ist oft so viel, was wir dann von außen eindrücken bekommen und die sind jetzt alle weg. Wenn wir zu Hause arbeiten oder auch zu Hause sind und nicht arbeiten, da kommen natürlich andere Sachen. Wir sind auf uns selbst zurückgeworfen. Ich kenne das selber auch, das Problem der Existenzangst. Was passiert? Ja, bei mir genau als Heilpraktikerin, gut, jetzt können keine Patienten vielleicht mehr kommen oder sie kommen von sich aus nicht, obwohl noch keine Ausgangssperre ist. Vielleicht kommt die Ausgangssperre auch gar nicht. Ja? Also ich schicke da immer Licht rein und sage, nein, ich stelle mir vor, alle können frei sich bewegen, auf der Straße, im Wald und in den Parks und spazieren gehen und sich treffen, ja, Verbundenheit fühlen, auch dass es dann eben auch wieder die Zeit kommen wird, wo wir uns umarmen können, wo wir lachen können und wo wir wieder fröhlich sein können und die Freudentränen in den Augen sind und nicht irgendwelche Kummertränen. Das können wir alles visualisieren und uns freuen. Ja, aber wenn ihr jetzt wirklich die Chance habt, zu Hause zu sein, in eurem Wohnumfeld und vielleicht auch zu Hause bleiben müsst, wir alle möglicherweise die nächsten Tage, dann versucht wirklich für euch zu überlegen, was ist es, was mir Spaß macht. Ich meine, und wenn ihr die alte Modelleisenbahn aus dem Keller wieder rausholt und die abstaubt, ja, mal bildlich gesprochen, oder ihr habt echt Lust, endlich mal die Acrylfarben, die ihr vor einem Jahr schon irgendwo gekauft habt, weil sie günstig waren im Supermarkt, im Angebot oder so, ne? Und die Rahmen, die sind da alle schon mit Warten, ihr seid nie dazu gekommen. Holt es einfach raus. Macht euch die Freude. Schreibt ein Gedicht, ja? Spielt mit euren Kindern oder spielt selber für euch. Macht irgendetwas, was euch Spaß macht. Renoviert endlich mal die Küche, was ihr schon immer wolltet, ja? Wo es euch in den Finger gezuckt habt, weil die ganzen Fettflecken, ihr wisst schon. Ja, gut. Dem einen oder anderen macht Spaß. Die Baumärkte sind ja heute noch auf. Okay, also, was ich euch sagen möchte, ist, schickt hinaus in die Welt, was ihr erhalten wollt. Und ich helfe euch jetzt dabei, weil das Beste ist, wenn wir es wirklich aus dem Herzen heraus machen. Wenn wir dem Universum einen Anker geben wollen, wo das Universum andocken kann, wo es sagen kann, okay, das will dieses Menschenwesen, das will es, es will Freude. Dann kommt dieses Andocken, kommt am besten, wenn wir wirklich in der Freude sind. Es kommt vielleicht nicht unbedingt, wenn wir nur da sitzen und meditieren und sagen, so, ich bitte jetzt um die Freude, ne, und dabei nicht selber in der Freude sind.
Ja? Also wenn ihr das versteht ihr, was ich meine, wenn ihr das so rein theoretisch und auf Trockenkultur macht, wird es vielleicht nicht ganz so schnell klappen mit dem Universum. Also stellt euch vor, ihr seid das Universum und wollt einfach wissen, was möchte dieser Mensch? Ja? Was möchte dieser Mann, diese Frau, dieses Kind, dieser Jugendliche? Was möchte der? Ah, da kommt eine Emotion hoch. Der möchte Freude. Klasse. So, jetzt. Seid ihr bereit? Habt ihr ein bisschen Ruhe? Lasst alles, was ihr neben dem Video nebenbei gemacht habt, mal einfach stehen und liegen. Ich mache das gerne, wenn ich Videos angucke, dass ich nebenbei abwasche und so. Ne? Naja, vielleicht macht ihr was anderes Schönes. Also, macht alles, legt alles hin. Setzt euch ganz ruhig hin oder vielleicht liegt ihr auch gemütlich auf dem Sofa. Fahrt runter. Atmet. Atmet ein. Atmet aus. Atmet ein. Nur atmen und aus. Weiter atmen. Kommen Gedanken, lass sie kommen, lass sie ziehen, wie weiße Wölkchen am blauen Sommerhimmel. Atmet. Kommen Sorgen, begrüßt sie, verabschiedet sie. Atmet, konzentriert euch nur auf eure Atmung. Spürt den Strom der Atemluft durch eure Nase, wenn ihr durch die Nase einatmet. Spürt, wie er wieder ausfließt, vielleicht durch den Mund, das ist immer ganz angenehm, ihr könnt es aber auch machen, wie ihr wollt. Atmet ein und aus. Spürt mal den Temperaturunterschied oder wie sich das anfühlt, Trockenheit, Feuchtigkeit in der Nasenschleimhaut, indem ihr atmet. Atmet ein und aus. Schaut mal, ob ihr beim Ausatmen ein Geräusch machen könnt. Vielleicht ein F. Atmet ein. Spürt, wie sich, atmet aus, der Brustkorb weitet und wieder zusammenzieht. Ein und aus. Beim nächsten Atemzug atmet mal tiefer in euren Bauch hinein. Spürt mal, wie sich die Bauchdecke hebt. Und beim Ausatmen wieder senkt. Ihr könnt auch eine Hand drauflegen oder beide. Atmet ein. Atmet aus. Und nun öffnet sich euer drittes Auge. Ich sage euch das so, weil ich weiß, es wird jetzt passieren, wenn ihr das hört und euch nicht dagegen sträubt. Es öffnet sich euer drittes Auge. Während ihr weiter ruhig ein- und ausatmet. Und beim nächsten Atemzug, den ihr nehmt, entsteht die Vision von einer glücklichen Zukunft. Malt sie euch aus in den strahlendsten Farben. Wie soll es sein? Was soll passieren? Was wollt ihr sehen? Die Vision eurer positiven Zukunft. Atmet ein, atmet aus und lauscht. Vielleicht, wenn ihr es hört, dem Klopfen des Spechts, der hier gerade sich zu schaffen macht. Im Wald in Hannover atmet ein und aus. Lauscht vielleicht den Vögeln, die ihr hört. Gerade sind sie ganz leise im Hintergrund zu hören und zwitschern. Während ihr ein- und ausatmet. Hier, ich höre auch ein wenig Wind in den Baumwipfeln. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Vielleicht ist es bei euch windstill. Ihr könnt euch einen beliebigen Ort vorstellen, wo ihr jetzt seid und wo Ruhe in eure Herzen einkehrt. Ihr könnt euch vorstellen, ihr seid am Meer, hört die Wellen rauschen, in den Bergen, in eurem Garten, in den Tropen, ein Wasserfall rauscht im Hintergrund, ihr atmet ein und aus.
und ihr füllt euch an mit den Gefühlen, die jetzt für euch aus dem Universum bereitstehen. Freude. Glück, Sonnenschein. Unbändiges Jubeln. Yeah! Das Gefühl von alles ist gut. Atmen. Seligkeit. Weites Herz. Atmet. Verbundenheit. Dankbarkeit. Goldenes Licht. Und das Gefühl der allumfassenden, bedingungslosen, unendlichen Liebe. Liebe atmen. Spürt nach. Legt eure Hände auf euer Herz. Und fühlt hinein. Wie fühlt sich das an? Genießt, was ihr fühlt, was auch immer es ist. Wenn euch Tränen kommen, lasst sie fließen, sie sind so heilsam. Und atmet weiter. Wir brauchen ihn so sehr, diesen Atem. Begrüßt den Atem, der eure Lungen durchströmt. Und wenn eure Lungen gut durchströmt sind von Luft und ihr merkt, dass ihr jetzt mehr Energie habt, dass ihr jetzt in die Aktion gehen wollt, dann bitte ich euch einfach, mit mir ein Lied zu singen. Ein Lied, was ihr sowieso alle kennt. Ein Frühlingslied. Ein Lied, was einlädt, dass das Neue in euer Leben kommt. Denn eins kann ich euch sagen, wenn wir alle diese Herausforderungen, diese schwierigen Dinge, die gerade um uns herum vielleicht da zu sein scheinen, die so in der materiellen und 3D-Welt wirklich vielleicht auch um uns sind. Wenn wir diese Zeit gemeinsam durchgestanden haben, dann wird die Welt eine andere sein. Legt die Hände auf euer Herz, wenn ihr möchtet. Atmet noch einmal tief ein und aus. Und dann singt mit mir dieses wunderschöne Frühlingslied. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spiele der Hirte auf seiner Schalmei. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spiele der Hirte auf seiner Schalmei. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Sehr schön, ihr seid toll. Ich werde jetzt das Lied 2-3 Mal singen und wer Lust hat, singt es mit mir mit. Und wenn du aber meinst, ach, das fordert mich jetzt nicht genug, ich möchte das als Kanon singen, dann kannst du gerne einstimmen. Los geht's. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spiele der Hirte auf deiner Schalmei. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spiele der Hirte auf seiner Schalmei. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Mit Freude. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spiele der Hirte auf seiner Schalmei. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Und jetzt nochmal die weibliche Version mit Frau Frühling.
Alle Frauen, die Lust haben, singen aus voller Kraft mit, aus voller Kehle. Und die Männer, die uns unterstützen wollen, ihr seid herzlich willkommen. Mal sehen, ob ich nicht durcheinander komme. Helft mir. Frau Frühling kehrt wieder und die Hirten. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Los geht's. Es tönen die Lieder, Frau Frühling kehrt wieder, es spielet die Hirten auf ihrer Schalmei. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Es tönen die Lieder, Frau Frühling kehrt wieder, es spielet die Hirten auf ihrer Schalmei. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Nährt die Freude, nährt das Glück, tanzt im Wohnzimmer und seid einfach glücklich. Bleibt schön gesund, eure Susanne.